Der hat doch gesagt, rechts abbiegen, oder? Ja. Guck mal. Ja. Aber bist du auch rechts abgebogen? Ja, warte, wir fragen die mal. Ja. Du kannst Polnisch. Ich kann Polnisch, aber. Ich frage mal. Hallo? Nach Polen? Ist hier richtig? Wo nach Polen? Polska? Polska? Hier? Nach Polen? Polen. Polen da lang. Danke. Ciao. Also nach Polen geht's da hin lang, Männer. Alles klar. Boah, kannst du noch einen halben Meter nach hinten, ich muss. Gleich schon zu Hause raus, ja? Ja. Ich will nicht noch jetzt nicht fahren. Auch wenn Polen schön ist. Ja. Franzosen können leider nicht Auto fahren. Das ist kein Mal. Sagst du, links fährt er rechts. Lars Christiansen, sein Nachfolger hier, der Anders Eggert. Da muss man ja wirklich mal erwähnen, der geht mir mal speziell auf den Sack. Mit seinem Grinsen, den er immer auf den Tag legt, wenn der ein Tor wirft oder. Egal was er macht, bei jedem Tempogehstoß oder 7 Meter, der grinst einen ins Gesicht. Das ist, ja, man muss sagen, einerseits lässig, aber das regt extrem auf. Ich glaube übrigens, dieses Lied heißt nur Disco Tango. Aber sie singen Disco Tango. Alter. Hoch oder sein? Bist du wieder bei den deutschen Torhüter oder was? Ja, ungefähr sowas. Ja. Ich sage das. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich auch gesagt. Mach's auf Deutsch bitte. Ich habe gesagt, dass früher waren die Torhüter besser, oder? Früher waren die. Also, das ist gut, das darfst du ruhig sagen. Genau. Ich glaube, dass der Ego mit meinem kleinen Geschenk im Kofferraum meine Rolle sehr gut ausfüllen kann. Ja, das ist die Stärke von Frankreich. Gucken wir mal, ob das fahrende Auto kommt. Das fahrende Auto. Ich denke, das soll kein Problem sein. Kein Problem. Bei meinem Hochgrinsen. Mit links? Ja, mit links. So, Paul Pferden, du fängst. Okay. Alter. Der musste noch sein. Ja, ich auch einen Schmerz nachher. Langsam! Ah, fuck! Ha 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 ha!